What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Video. Und ja, wie ihr es seht, bin ich heute hier im Schwarzmarkt und will ein paar Packs öffnen. Das habe ich insgesamt, glaube ich, schon zweimal gemacht und heute soll es das dritte Mal sein. Vielleicht habe ich heute noch mehr Glück wie die letzten Male, da habe ich ja eigentlich schon ganz schön reingehauen. Auf jeden Fall habe ich mir 365 Kryptos hier angespart. Ich war auch auf jeden Fall zu geizig, hier irgendwas zu kaufen. Ihr wisst ja, wie die Preise hier sind. Unverschämt, meine Freunde, sage ich nur. Und ja, ich denke mal, wir können hier heute wie viel Packs ziehen? Irgendwie so 10, 12 Packs oder so irgendwas, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, vielleicht 14. Und da würde ich euch einfach mal gern teilhaben lassen, hier einfach mal so ein bisschen Freestyle kommentieren mit euch. Und Leute, ich habe noch etwas Besonderes für euch, deswegen nicht abschalten und vielleicht auch mal drüber nachdenken, einen Daumen nach oben zu geben, weil ich habe letztens einen Glitch gefunden, wie man wirklich unendlich viele Krypto-Keys sich erglitchen kann, Leute. Ihr habt richtig gehört, unendlich viele Krypto-Punkte erglitchen und ich habe diesen Glitch gefunden und ich wäre bereit dazu, ihn euch zu zeigen, wenn ihr wirklich, ich will jetzt nicht Like-Guy klingen oder so, aber wenn ihr es wieder schafft, auf dieses Video 100 Likes zu droppen, würde ich diesen Glitch raushauen. Ohne Scheiß, das verspreche ich euch auch. Wenn er bis dahin natürlich auch nicht gepatcht ist, aber da gehe ich eigentlich nicht davon aus, würde ich diesen Glitch euch zeigen wollen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das überhaupt sehen wollt und ob euch überhaupt solche Pack-Openings hier gefallen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange geredet. Fangen wir einfach mal an mit den geilen Packs. Okay, Leute, jetzt erstmal First Pack, Leute. Erstes Pack, jetzt kommt's. Epic Music. Doppelagent. Gefallener Kamerad. Pixel. Also das erste Pack war ja natürlich mal wieder scheiße gewesen. Was haben wir jetzt? Wasserbombe, Verde, Champ. Auch gar nichts, was ich gebrauchen kann. Ich will immer noch die FFAR ziehen, ne? Aber ich glaube, ich werde niemals das Glück haben, sie zu bekommen. Boah, was für ein Pack, Mann. Und, ey, haben wir nicht gerade schon Doppelagent oder war das eine andere Waffe? Eisvogel. Ich finde eigentlich Eisvogel gar nicht so schlecht, auch wenn es nur eine seltene Tarnung ist. Ich wollte unbedingt mal diese Haptik-Tarnung oder Haptik-Tarnung ziehen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da schon viel dafür habt. Und was bekomme ich hier? Mann, Leute, Alter, das fängt gar nicht gut an hier. Jetzt bekomme ich eine brutale Sache, ey. Wer braucht Brandfackel auf dem Black Cell? Jetzt. Oh, Energeon. Energeon habe ich noch nie gesehen, Freunde. Nordholz. Großkaliber-Variante. Ey, benutze ich sogar. Ey! Also, ich habe mir gedacht, da ich Energeon noch nie gesehen habe, schauen wir uns das mal kurz an. Ja, ist einfach nur lila, ne? Ist eigentlich ganz fresh. Weiter geht's. Oh, Ritual für die Dredge. Jade ist geil, glaube ich. Jade ist. Oh, da habe ich doch die Haptik. Aber auch für die Dredge leider. Oh mein Gott. Oh, fuck. Weitere 30 Krypto-Punkte. Ja, Digga. Oh mein Gott, wie geil ist das. Hab dich für die Kuda, Mann. Ich liebe die Kuda. Ich liebe sie so. Alter, das ist richtig nice. Hab dich für die Kuda. Alter, das wird sofort auch mal angeschaut hier, Leute. Alter, Energeon sieht hier schon richtig nice aus. Links in dem Bild unten. Alter, nice. Oha. Alter, ich weiß, warum die so gehypt wird. Ich finde sie auch krass. Alter, die ist richtig nice. Kommt auch immer drauf an, wie man sie dreht. Geil. Okay, wir haben jetzt noch 113 nur noch. Das heißt, wir können eigentlich nur noch so ungefähr 3 Packs öffnen. Ist ein bisschen belastend, aber was soll man tun? Ich habe auch wirklich heute ziemlich schnell rausgehauen, das Zeug. Aber ich habe keine neuen Waffen bekommen. Komm. Oh mein Gott. Leute, ich kann es nicht fassen. Ist das wahr? Träume ich etwa? Ist das meine erste Fernkampfwaffe jemals in Black Ops 3, die ich gezogen habe? Ist es die Wahrheit? Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Wir haben Banshee gezogen. Alter, damit wird auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass ich damit ein Live-Commentary raushaue, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Alter, wie nice ist das gerade bitte? Schreibt es in die Kommentare. Da haue ich sofort ein Live-Commentary damit raus. Ey, ich bin echt geil. So, die letzten 2 oder 3 Packs, denke ich mal jetzt. Alter, wir haben einfach diese scheiß Banshee gezogen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass es passiert. Alter, wenn wir jetzt noch was ziehen würden, das wäre so krank. Alter, der ist nice, der Kopf. Oh mein Gott. Spectra. T-Jost? Aber es sieht richtig nice aus. Next Pack. Ich glaube, ist das schon das letzte Pack? Ich bin mir nicht sicher. Oha, die sieht geil aus. Schon wieder Energeon für die BRM.
Visitenkarte. Die sieht eigentlich ganz nice aus. Sieht aus wie ein Skateboard. So, jetzt haben wir nur noch 9 Kryptos. Mal schauen, ob wir noch was Doppeltes eintauschen können. Ich glaube, es reicht gerade noch so, um noch einen 10er-Pack zu öffnen. Aber Leute, ich habe die Banshee gezogen. Alter, ist das mein Ernst? Komm, wir können noch einmal diese 10 Dinger hier weghauen in so einem kleinen normalen Päckchen. Und was bekommen wir? Nix, natürlich. Aber Leute, ey, ich bin richtig, richtig guter Dinge, Alter. Wir haben die Haptisch-Tarnung gezogen für die Kuda. Wir schauen jetzt nochmal kurz. Die Banshee, wo ist die? Ah ja, hier, genau. Alter, Leute, ich bin perplex einfach nur. Also, wir haben die Haptisch-Tarnung für die Kuda gezogen. Wir haben hier die Banshee gezogen, Leute. Und richtig geil, da haben wir noch Energieon für Kuda, also richtig nice. Wirklich, das Pack-Opening hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Wie gesagt, ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Wenn wir 100 Likes erreichen, kommt dieses Glitch-Video. Keine Ahnung, ich mache in letzter Zeit so viele Glitch-Videos, wo ich euch zeige, wie ihr unendlich viele Krypto-Keys bekommt. Also haut auf jeden Fall mit dem Like-Button kaputt. Der ist so like-geil heute, Mann. Ja, auf jeden Fall sage ich dann mal hasta la vista, meine Freunde. Und bis zum nächsten Part.